Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Black Ops 4 Video. Heute zeige ich euch den Account von meinem sehr, sehr guten Kumpel Sevention, Leute. Und er ist einfach der erste in Deutschland, der 100% der Titel in Black Ops 4 freigeschalten hat. Er hat alle Herausforderungen completed und er hat so verzweifelt und hat echt extrem gestruggelt, weil das ist so ein langer, schwitziger, harter Weg gewesen. Wir haben überall nachgeschaut auf Google. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Auf Reddit, wir haben niemanden gefunden, der in Deutschland diesen Titel schon freigeschalten hat, den ich euch gleich zeigen werde, den Mr. 100% Titel. Und auch weltweit haben wir nur einen einzigen gefunden, der das auch geschafft hat, also er ist sogar weltweit einer der ersten. Und ja Leute, falls ihr es doch geschafft habt vor meinem Kumpel Sevention, dann schickt mir bitte einen Screenshot oder so per Insta Direct, dann werde ich auf jeden Fall den Titel von diesem Video ausbessern. Soll natürlich schon legit sein, aber soweit wir wissen, wir haben geschaut auf Google und überall auf Twitter, wir haben echt niemanden gefunden. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal in diesem Video gemeinsam seinen Account durch, schauen uns die ganzen Titel an. Danach zocken auf jeden Fall noch das ein oder andere Ründchen Waffenspiel, habe ich ja auch noch nicht im BO4 gemacht. Und ja Leute, also ich würde mal sagen, wir öffnen jetzt erstmal hier direkt seine KD und so. Ich tue mal ganz kurz meine Facecam nach oben. Hier seht ihr auch schon seine Spielzeit. Er hat 9 Tage und 9 Stunden reine Spielzeit. Zum Beispiel, wenn man in der Lobby oder so hängt, zählt er gar nicht das zur Spielzeit dazu. Also das ist ja wirklich nur, wenn man in-game ist. Er hat eine 2,55 SN-Verhältnis, also ist auch relativ selten gequittet. Er hat eine 3,17 Ekia. Seine höchste Streak war 37. Also er hat natürlich auch schon Dark Matter und so completed. Alleine 100 Kills zu machen mit der Sniper, da ist meine KD so hart runtergegangen, also echt Respekt, Digga, 3,1er KD hier mit allen Herausforderungen und Dark Matter, das ist echt schon eine ordentliche Ansage. Er ist momentan 256 Prestige Master Level. Schauen wir uns erstmal jetzt ganz kurz seine Medaillen an. Ich glaube, das Einzige, was ihm fehlt, ist eine Abschusskette. Nein, das hat er nicht gemacht. Einmal Ultraabschuss, Megaabschuss, 11-mal Nuklear, 31-mal Brutal. Oh mein Gott, er ist einfach 20-mal nach der Brutalmedaille kurz vor dem Nuklear gestorben. Das ist echt bitter, Digga. Collateral hat er auch 14 Stück. Da fehlen mir auf meinem Account auch noch 3, glaube ich. Damit ich den Meisterkittler-Titel freischalte, das finde ich persönlich einer der geilsten Titel in Black Ops 4. Gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, direkt zu den Herausforderungen. Hier seht ihr es, Leute. Alter Walter, warte, ich mache noch hier ein bisschen die Facecam runter, damit ihr hier den Titel perfekt seht. Digga, dieser Titel sieht so geisteskrank geil aus mit dem Wolf, mit dem Gold im Hintergrund, mit dem Krieger, der da auf dem Königssessel sitzt, mit dem Schwert in der Hand. Alter, das ist so ein heftiger Titel. Und hier überall 100%, Leute. Das Einzige, was ihm hier halt fehlt, sind hier die Dark Ops Herausforderungen. Da hat er natürlich auch schon ein paar. Aber das ist halt nicht so wichtig für den 100% Titel. Und ja, Prestige hier natürlich auch alles am Start, Digga. Diese ganzen Titel, die sich bewegen. Alter, dieser Bär sieht auch geil aus. Ich finde die so nice. Also man muss echt sagen, bei Black Ops 4, die Titel und die Tarnungen sind einfach nur der Oberhammer. Das ist natürlich hier der Meisterkiller-Titel unten, wo man hier dreifach Kills machen muss, skrupellos. Das ist zum Beispiel der Titel, wo er richtig gestruggelt hat. Er hat mir so eine übelst aggressive Sprachnachricht geschickt, weil er einfach nicht geschafft hat, mit gehackten Vorräten Kills zu machen. Also er ist, glaube ich, bestimmt 20 Mal verreckt vor den gegnerischen Vorräten und hat sie einfach nicht bekommen. Und du musst sie halt erstmal klauen, dann musst du sie hacken, die Vorräte, und dann auch noch Kills machen. Also dieser Titel hat ihn echt viele Nerven gekostet. Und hier unten sieht man halt dann hier den Meistertitel zur Demütigung. Dann Präzision. Ja gut, da haben wir halt die ganzen Weitschüsse, Volltreffer und so. Ich denke, das ist noch relativ easy. Dann Spielverderber-Medaillen stelle ich mir auch ein bisschen blöd vor. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Darauf kann man eigentlich nicht richtig gehen. Schalten Sie 5-mal einen Feind aus, der Sie geblendet oder gelähmt hat, während Sie noch geblendet oder gelähmt sind. Ja, also ich glaube, ich habe bis jetzt vielleicht 2 Kills gemacht oder so. Also ja, das schafft man halt einfach nur nebenbei, wenn man jetzt einfach mal richtig viel grindet. Also man muss einfach krank grinden für diese ganzen Herausforderungen. Man kann nicht wirklich auf jede Herausforderung spezifisch gehen. Brauchst du halt auch einfach extrem viel Glück. Und ja, also das sieht schon echt heftig aus. Aber auf jeden Fall mein Favorite ist hier der Meisterkiller-Titel. So, gehen wir mal zur Karriere. Spielsiege. Okay, diese Meeresdinger finde ich jetzt nicht so heftig, Digga. Da muss man halt extrem viele Siege überall haben. Ja, 50 Stück meistens. Suchen und zerstören, Kontrolle, 50 Stellungsspiele gewinnen, 50 Abschuss bestätigt. Ist auch alles eine Sache des Grindes. So, gewinnen Sie 15 Herrschaft- oder Stellungsspiele mit einer 70-Punkte-Führung. Ja, das geht eigentlich auch noch einigermaßen klar. So, Pflichterfüllung. Was haben wir denn hier alles? Oh, das sieht geil aus, Leute. Gönnt euch mal diesen Titel, Digga. Boah. Pflichterfüllungsmeister. So ein Spartaner, Digga, der da so reinrammt in seinen Bauch, wo das Blut dann rausgeschossen kommt. Sieht schon heftig aus auch.
Schalten Sie nur mit Ihren Fäusten 25 in Hardcore aus. Oh, es geht eigentlich noch klar. Erzielen Sie in 5 Hardcore 50 Meilen Abschuss, nachdem Sie sich mit Stim Injection geheilt haben. Okay, das geht auch. Erreichen Sie in Hardcore 50 direkte Abschüsse, während Sie verwundet sind. Okay, oh, das sieht aber nice aus, dieser Tiger. Boah, der sieht heftig aus, Mann. Und davor auch noch so eine Frau mit blonden Haaren. Oh, okay, 100.000 Punkte in öffentlichen Standardspielen, ja. Das ist halt auch alles eine Sache des Suchtens. Das sieht auch nice aus, auch so ein Krieger in so einem Kolosseum. In öffentlichen Spielen oder der Arena auch nochmal, ich glaube, 1 Million Punkte. Boah, krank. Okay, Spielheldentaten. Da unten erinnert mich so ein bisschen an Dragon Ball Z, oder? Leute, okay, der Superheldenumhang passt es nicht ganz dazu, aber also in der Mitte sieht es so ein bisschen aus wie eine Kamehameha, ne, wo die so aufeinandertreffen. Den finde ich nice, der erinnert mich voll an Dragon Ball einfach, ne. Gewinnen Sie eine Partie Team Deathmatch für alle Überfall und so. Stand mit den meisten Feindeliminierungen und wenigsten Toten aller Spieler. Ja, das, glaube ich, wird eigentlich jeder mal einmal mindestens haben. Waffenfertigkeit, Messerabschüsse, Schrotflintenabschüsse, also man muss halt echt jede Waffe spielen. Werferabschüsse, schaffen Sie 10 Abschüsse Werfer. Okay, das geht aber eigentlich auch noch klar. 1000 Abschüsse Sturmgewehr, 1000 Volltreffer, Goldtarnung für eine beliebige Pistole. Okay, das geht halt klar, da muss man einfach nur auf Tarnungen sweaten, aber der Titel unten ist auch schon ziemlich nice. So, und da den feiere ich jetzt nicht so sehr. Was muss man hier für alles machen? Eliminieren Sie 300 Feinde, die von Ihrer Spezialistenwaffe oder Ausrüstung verwundet, geblendet, erfasst, entdeckt, gelähmt, oder verlangsamt wurden. Sprich, mit der Nine Bang muss man dann zum Beispiel zocken. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten, und zwar Punkteserien. Oh, das sieht nice aus, Alter. Der, ja, Mann, der bockt übelst. Luftangriffmeister. Krass, das am Ende explodiert ja noch. Batsch! Nice. Okay, da muss man halt mit den ganzen Trasher, Heli, Splitschlägen, Hellstorm-Raketen und zocken. Dann Bodenangriff. Oh, sieht eigentlich auch ganz cool aus. Da ist noch Carsten hier auf dem Panzer drauf mit seinen roten Haaren. Hier noch die Unterstützungspunkte-Serien. Auch so ein Dino, der da bestrahlt wird aus der Luft. Sieht auch ziemlich nice aus, Digga. Okay. Zerstören Sie 50 bodenbasierte Punkteserien, fordern Sie 100 mal Vorräte an und erhalten Sie eine Punkteserie. Das ist einfach nur ein Grind, das alles zu erspielen, ne? Oh, das sieht nice aus, dieser Bär, ne? Ah, ich finde diese Tiertitel sowieso ends nice, Digga. Den Löwen hatte ich auch schon sehr, sehr oft drin. Erreichen Sie 500 Abschüsse mit der Zielvorrichtung und einem Griffaufsatz. Okay, der sieht schon echt richtig, richtig sick aus. Erinnert mich auch an Dragon Ball Z, wo Son Goku auch zu diesem Bär transformiert. Ich weiß gerade gar nicht, wie es genau heißt. Korrigiert mich in den Kommentaren. Das war noch eine Stufe vor dem ersten Super Saiyajin. So, das sieht auch geil aus. Schließen Sie alle Effizienzherausforderungen ab. Was ist das zum Beispiel? Zerstören Sie 5 Punkte sehr mit einer Waffe mit dem Aufsatz Vollmantelgeschoss 2. Okay, Lasermarkierer 5, Schalldämpfer 5, Großkaliber 5. Ja, muss man echt alle möglichen Aufsätze in diesem Game zocken, ne? Ausstattung, oh, das sieht geil aus. Das feiere ich. Bisschen Fluch der Karibik, ne? So Jack Sparrow ist doch, glaube ich, so ein Pirat, oder? Alter, Digga, das ist doch absolut hier Jack Sparrow, oder nicht? Erreichen Sie 25 Volltreffer gegen Feinde, die auf ihre Körperrüstung geschossen haben. Da muss man mit den ganzen Perks zocken. Sehe ich ja schon. Techniker, kaltblütig, Taktikmaske, Totenstille, Gung-Ho. Der sieht funny aus. Oder hier so ein kleines Füchschen. Okay, dann noch mit den Ausrüstungssachen, mit den Splittergranaten, Kampfaxt. Oh, schalten Sie 50 Feinde mit der Kampfaxt aus. Ist halt auch nicht so einfach, ne? Muss man schon auch ordentlich lange spielen. Und dann noch hier die Wildcards. Boah, was hat die aber für eine geile Karre da im Hintergrund, die Frau. Sieht nice aus. Auch so ein cooler Spoiler drauf, ne? So, jetzt zeige ich euch jetzt noch was richtig Belastendes, Leute. Und zwar, das Spiel ist einfach so hart verbuggt, dass er einfach nicht den 100%-Titel bekommen hat. Hier, Leute, ich gehe jetzt hier mal runter. Hier sind die ganzen Meistertitel und so. Und normalerweise wäre jetzt hier der Titel, aber das Spiel hat einfach einen Bug. Obwohl er alles schon completed hat, ist der Titel noch nicht freigeschalten. Das muss halt jetzt bald gepatcht werden. Das hat auch dieser eine Typ gepostet auf Twitter, der es halt auch schon geschafft hat. Und hier fehlen halt sonst noch die ganzen Blackout- und Zombie-Titel. Das finde ich zum Beispiel ziemlich geil, Digga. Da wird sich wahrscheinlich das Avengen auch bald dran setzen. Sieht auch ganz geil aus. Und sonst halt hier noch die 2 Schwarzmarkt-Titel. Ja, okay, Leute, ich glaube, wir sollten durch sein. Oh, ein geiles Emblem übrigens. Dann würde ich sagen, richtig heftiges Props gehen raus hier an den guten Savention, Leute. Lasst für ihn schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Es geht los, Gun Game. Vamos, chiquitos. Ah, easy. Und Friede mit Schalldämpfer. Kommt da einer? Ah,
Jawoll. Mock 12. Ist einer vielleicht hier hinten spawnen? Im Gang? Nee. Vielleicht spawnt einer gleich hinter mir. Gehen wir mal hier hoch. Ah, Hitmarker. Easy. So, wo spawnen die? Hier kommt einer. Seraph ist Geschichte. Okay, hier unten sind die anscheinend auch noch, ne? Oh fuck. Oh, die Splitfire. Oh. Firebreak wurde eliminiert. Wo kommen die? Hier ist einer. Oh, oben. Verdammt. Sieht er mich? Nein! No, fast Turner noch, verdammt, Digga. Oh, mit Umid im Clan, der Grüße gehen an dich raus, Digga. Ja. Seraph erledigt. Nein! Digga, Alter, Mann, jetzt kassiere ich ja nur noch. Oben ist hier einer. Jawohl. Spawnt hier einer unten. Hier kommt einer. Boah, Digga, der Frechdachs. Der hat mich fast wieder geholt, der Umid. Easy. Hier kommt noch einer. Heilen, 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 heilen. Easy. Nochmal blutrünstig. Hier kommt einer. Oh nein. Nein. Na, wenigstens habe ich den einen noch bekommen. Verdammt, Alter. Wie er sich da in der Ecke versteckt hat, der kleine Frechfratz. Kommt hier einer? Huch. What? Ja, ein bisschen pre-fire. Jawohl. Na. Hitmarker mit Snowscope. Nein, oh mein Gott, es steht unentschieden. Kommandant, 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 das gewinnen wir. Jawohl, nice, Quickscope. Ach, kann ich nichts machen. Hitmarker. Nein. Das gibt's nicht. Ich hab verloren. Ja gut, es zählt als Sieg, aber ich hab verloren, Leute. Ich hab so viel Pech gehabt mit den Hitmarkern und so. Ich will in der Lobby bleiben. Genau gegen die will ich jetzt nochmal spielen. Jetzt wird Rache genommen. Let's go. Hier kommt einer. Einer weniger. Unten ist noch einer. Ah, Ehre. Jawohl. Den Kill nehme ich gerne mit. Die laufen hier alle weg, ne? Ich glaube, die müssen hier links kommen. Komm, komm, komm zu Papa. Ich will dich. Ich will euch. Nicht schon wieder diese Hitmarker jetzt. Verdammt, verdammt, verdammt. Easy. So, wo spawnt jetzt einer? Hier vielleicht irgendwo? Okay, da ist einer gespawnt. Er ist gefallen. Kommt zu Papi. Wow! Was ist das für eine Waffe, Digga? Alter, ohne Griff ist die ja Katastrophe. Oh mein Gott. Absolutes Sturmgewehr. Wow. Wow, fast gestorben. Ja, let's go, man. So nimmt Visca Barca Rache, ne? Gefällt euch das, ihr kleinen Frechfratze? Komm her, zu Papa, Mann. Ja. Titan, damit darf ich jetzt nicht sterben. Nein. Nein, von hinten, Leute. Oh mein Gott, ich hatte fast skrupellos einfach. Heftig, Digga. Ich glaube, ich werde mich echt mal ransetzen und versuchen, ein Flawless zu spielen im Waffenspiel. Aber halt, sobald man mit dem Raketwerfer spielt, dann Hitmarke gibt, ist es halt echt nur noch Lacksache. Und dann nur noch die Fäuste und den Messerkill am Ende. Also Flawless ist echt sehr, sehr schwierig. Ja.
Jawohl. Oh, let's go, Leute. Lass dafür einen fetten Daumen nach oben da, Digga. That's how we do it. Nein. Ich will da oben einen killen. Nein. Oh, ich kill mich selber fast. Ja, moin. Ich muss nachladen. Na, ja, das ist halt echt Todeslack, ne, wenn man Raketenwerfer direkt auch noch einen Kill macht. Da muss man eigentlich einen anschießen, der irgendwie weak ist. Komm zu Papi. Papi, Papi, Papi. Ja, Hitmarker. Jetzt noch ein Schuss, komm schon. Jawohl. I like that. Jawohl, Leute. Nice, Digga. Hier stehe ich 20-2. Das ist echt eine richtig stabile Waffenspielrunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Danke an Svenchen, dass wir hier das Video aufnehmen durften. Hier sehen wir nochmal die Killcam, Digga. Erstmal den hier weggesnackt. Dann Batsch. Und nochmal die nächste Sniper gewechselt. Ha, Yassin kassiert, Digga. Also, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Warum klatsche ich eigentlich? Haut rein und ciao.